Ja, guten Tag. Hallo. Sie habe ich gerade getroffen hier, wie Sie aus dem kalten Wasser steigen hier im Plätzensee. Ja, okay, ich bin auch ganz schnell weitergegangen, um nicht zu irritieren. Ja, ich mache das auch hin und wieder, aber ich möchte jetzt ganz einfach mal aus dem Munde einer Eisbaderin hier mal hören, was denn jetzt so die wichtigsten Kriterien sind, hier um in den See noch reingehen zu können und wie man denn dabei bleibt, was man da berücksichtigen muss. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Namen und was so ja, ganz also kurz. Mein Name ist Nicole. Ich mache Eisbaden seit etwa 10 Jahren. Und zwar in der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, der Winter war schlimm für mich. Ich war in Italien, ich bin zwar aus Süddeutschland, aber habe eigentlich nie in Süddeutschland gelebt oder sehr lange nicht mehr. Und dann kam ich nach Berlin, da war der Winter vor 10 Jahren, war der echt noch richtig heftig. Und dann habe ich gesagt, so, das geht nicht. Ich saß immer nur zwischen dem Heizkörper. Ne? Und dann habe ich auf einem Spaziergang im Dezember, Schnee lag, das weiß ich noch, eine Dame am Schlachtensee gesehen, die war um die 80. Mhm. Ja, die kam gerade aus dem Wasser und ich so. Kann ja gar nicht wahr sein. Bin näher rangegangen, habe ich gesagt, ich habe Probleme mit den Augen. Nee, also es war tatsächlich so und die Dame sagte mir dann, das ist das Tollste, was es gibt. Und sie sagte mir vor allen Dingen, sie leiden weniger an der Kälte. Und das war natürlich für mich das Wort, was für mich wichtig war. Und dann habe ich damit angefangen. Sie meinte damals, ich gebe Ihnen einen Tipp, wenn Sie damit anfangen wollen, fangen Sie im September an und gehen Sie mit der Kälte mit. Machen Sie es jeden Tag. Habe ich also gewartet bis am nächsten September und dann habe ich angefangen und seitdem konnte ich aber echt nicht mehr aufhören. Mhm. Also das ist echt so, ja, es ist das Geilste, was es gibt. Es gibt ja Leute, die bezweifeln, dass das irgendwie eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Können Sie dazu was sagen? Ich war noch nie krank, seit ich das gemacht habe. Also es sei denn, ich möchte mal eine Ruhepause haben, das kenne ich natürlich schon auch, dass ich dann mal eine Grippe bekomme, aber weil ich dann merke so, oh, mir wird eigentlich alles zu viel. Also es ist so ein bisschen mental gesteuert. Ist sowieso eine mentale Sache, ne? Also auch das hier mit dem Eisbaden und so. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr ohne das. Also kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Mediziner, aber ich weiß, dass es mir gut tut. Okay, also wie ist es denn so, wenn man reingeht? Ist das jedes Mal wieder ein neuer Lernprozess oder sagt man jetzt einfach, ach, ich bin jetzt routiniert und was gibt's dazu zu sagen? Also für mich ist es eine Routine im Sinne von, ich tauche unter, komme kurz hoch und dann schwimme ich, vor allen Dingen, wenn es kalt ist. Wenn es jetzt wird's langsam an kalt, fängt es langsam an kalt zu sein, das Wasser. Vorher war es für mich nicht mehr kalt. Aber die Haare bleiben trocken, ja? Ich kenne einige Leute, die gehen mit dem Kopf unter Wasser, ich mache es nicht. Und tragen Sie irgendwie Handschuhe oder Füßlinge im Winter? Nach dem Baden dann. Nein, es gibt ja Leute mit Neoprensocken. Nee, ich mach so. Das nicht. Nee, gar nicht. Nee, ich mag den Kälteschock. Also dann lieber ein bisschen kürzer im Wasser, genau. Bleiben und nicht wieder raus. Genau, ne? Also wenn es dann ganz, ganz kalt wird, so im Februar, Eis und so, da bleibe ich dann nicht mehr viel länger als eine Minute drin. Okay, also so entsprechend der Wassertemperatur in Minuten drin bleiben etwa, ungefähr, ja? Also, naja, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß einfach nur, das habe ich mal gezählt, so, da zähle ich dann noch bis 60, das schaffe ich dann noch, so im Februar und jetzt kann ich eigentlich schon noch einige Minuten schwimmen, merke ich so. Okay, also jetzt ist es ja so ziemlich das Schlimmste, was wir überhaupt machen, direkt nach dem kalten Baden hier still rumsitzen, anstatt sich zu bewegen, oder? Ja, danach muss ich mich bewegen bzw. heiß duschen. Also reicht das Fahrradfahren da an dieser Stelle für die Bewegung oder muss man auch mehr? Inzwischen ja, früher konnte ich nur in den See im Winter, wenn ich vorher und hinterher gejoggt bin, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Inzwischen kann ich auch mit dem Auto hierher kommen und reinspringen und wieder raus, das geht. Oder mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Okay. Das ist Gewohnheitssache. Regelt man dann einfach über die Zeitdauer, die man drin ist. Genau. Ja? Also ich habe jetzt auch von Leuten gehört, die sich denn da irgendwie eine Blasenentzündung zugezogen haben. Was haben die falsch gemacht? Weiß ich nicht. Zu lange drin geblieben vielleicht? Vielleicht. Okay. Einmal ist mir das tatsächlich passiert, vor Jahren, keine Blasenentzündung, aber da habe ich gemerkt, oh, jetzt war ich zu lange drin. Mhm. Dann wurde ich tatsächlich den nächsten Tag, also 2 Tage gar nicht mehr warm. Mhm. So, da ist es mir wirklich in die Knochen. Das ist das Einzige, nicht zu lange. Also ich denke, wenn man seinen Körper spürt, dann weiß man auch, was also gut ist. Schwimmen Sie jetzt tatsächlich oder stehen Sie da nur im Wasser? Nee, ich schwimme. Ja. Und nee, ich schwimme. Was sagen Sie denn zu denen, die da so ihre Meditationsübungen am Wasser machen? Ist das okay oder ich ist das geil? Also das funktioniert cool. Auch. Ich wüsste nicht warum. Es ist eine mentale Sache. Okay. Ja, und ob man krank wird oder nicht, ist auch eine mentale Sache unter anderem. Also hier, ob man da sich eine Erkältung einfängt, natürlich mit vielen anderen Faktoren. Das ist nicht das Einzige, aber wenn man da gerne im Wasser sitzt, warum nicht? Ich schwimme lieber. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen zu fragen? Irgendwas Wichtiges dazu?
Weiß nicht, ich würde jeden, der dazu Lust hat, raten, damit anzufangen, kürzer drin zu sein am Anfang und dann immer so jeden Tag, aber jeden Tag erstmal am Anfang und dann jeden Tag so 2 Züge mehr schwimmen, kann ich nur jedem empfehlen. Okay. Selbst jetzt im Winter, wenn man jetzt anfangen möchte. Ja. Also das unterstütze ich jetzt erstmal, also das sind auch so meine Erfahrungen, das deckt sich, ja, also sind wir fertig? Ich glaube schon. Okay. Macht's! Springt ins Wasser! Tut gut! Tut der Seele gut, also man wird fröhlicher. Ich bedanke mich recht herzlich, ja, für diese ehrlichen, authentischen Töne zum Eisschwimmen und ich hoffe, das hilft jetzt einigen, jetzt nochmal anzufangen damit, weil das ist jetzt genau die richtige Zeit, das zu tun. Ja, spätestens. Man hätte ja gleich dabei bleiben können, aber jetzt geht's auch noch, oder? Ja, geht noch. Kürzer und dann immer ein Stückchen länger. Dann passt das. Also, gleich los. Handtuch mitnehmen, ne? Wo man sich draufstellt, damit die Füße nachher nicht so kalt bleiben. Und hinterher warm einpacken. Dann ist es schön. Und viel Bewegung direkt nach dem Schwimmen. Genau, tut auch gut. Bewegen tut sowieso immer gut. Tschüss. Geil. Tschüss.